Hallo, hier sind Luan und Lance von der DBS. Habt ihr euch schon mal gefragt, wie man einen Vulkan ganz alleine selbst herstellen kann? In diesem Video zeigen wir euch, wie man einen Vulkan baut und zum Ausbrechen bringt. Als erstes zeigen wir euch, wie man einen Vulkan baut. Am besten nehmt ihr ein Stück Ton oder ein Stück Knete. Das formt ihr dann kegelförmig. Das Loch hier in der Mitte darf auch nicht fehlen. Natürlich gibt es ganz verschiedene Vulkane, aber wir bauen jetzt erstmal einen klassischen Schichtvulkan. So. Vielleicht man kann es noch ein bisschen kleiner machen oder ja, so wie man es halt so will. Müsste dann ungefähr der Vulkan aussehen. Ihr könnt es machen, wie ihr wollt. Ihr könnt auch da noch ein paar so Steine so reintun. Dann ja, so bleiben die dann so eben. Extra Vulkansteine. Ja, dann kann man dann. Und dann kann man so zum Beispiel so Accessoires außenrum machen. Ja. Jetzt lasst ihr ihn erstmal trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder. Ja. Wenn der Vulkan jetzt fertig getrocknet ist, könnt ihr ihn natürlich auch cool gestalten. Wir haben jetzt Sand und eine schwarze Farbe. Das verrührt ihr. Und dann streicht ihr den Vulkan an. Wir vermischen die schwarze Farbe mit dem Sand, damit es echter wirkt und es so aussieht, als wären da Kiesel oder kleine Steine auf dem Vulkan. Natürlich könnt ihr auch andere Farben benutzen, wie zum Beispiel Grau, Rot oder was ihr so wollt. Aber wir nehmen jetzt Schwarz, da es so ein bisschen realistischer aussieht. Okay. Wir zeigen euch, wie man einen Vulkan zum Ausbrechen bringt. Also, diese allen Dinge braucht ihr. Als erstes füllt ihr ganz normales Essig in einen Becher. Das vermischt ihr dann mit ein bisschen Farbe. Nun füllt ihr Natron in den Vulkankrater, bis er voll ist. Und dann gebt ihr noch mal Spüli oben drauf, damit es richtig schäumt. So, jetzt füllen wir das Essig und die rote Farbe in den Vulkankrater. Jetzt kommt es zum großen Ausbruch. Das Dorf ist in Gefahr. Ihr füllt am besten einfach das Essig und die rote Farbe ins ganze Natron. Ein Spülmittel und schon seht ihr, wie es schäumt und das Lava da rausquillt. Ihr könnt es natürlich beliebig oft verlängern, indem ihr immer mehr Natron hinzufügt. Das ist so cool und macht auch echt Spaß. Jetzt noch ein bisschen Theorie. Das Magma steigt aus dem Erdmantel in die Magmakammer. Von dort aus gelangt es zum Schlot. Dort wird es dann als flüssige Lava rauskatapultiert oder es fließt langsam raus. Oben kann man noch die Aschewolke erkennen oder Gaswolke. Dann haben wir hier noch ein paar Nebenkrater. Hier kann man auch gut die Schichten erkennen. Und zwar Lava, Asche, Lava. Das könnt ihr auch ganz leicht selber bauen, indem ihr am Anfang den Vulkan halt ein bisschen höher und halt größer formt und dann einfach in der Mitte so durchkattet. Dann habt ihr so einen halben Vulkan. Und das war's eigentlich. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und lasst ein Like da. Wir sehen uns wieder bei DBS Forscht.